Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glück kann ja Mechanik Serie. Heute geht es um Windows Auto Patch. Das Video besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist ein Überblick über Auto Patch, die Funktionen und die Voraussetzungen. Im zweiten Teil demonstriere ich den Einsatz von Auto Patch. Und im dritten Teil eine kurze Zusammenfassung zu den wichtigsten Key Facts. Ich bin Ahmad Hajouz, Cloud-Engineer und beschäftige mich mit Themen rund um Client und Intune. Wenn Fragen aufkommen sollten, dann könnt ihr mich gerne über meine E-Mail-Adresse oder über LinkedIn kontaktieren. Was ist Windows Auto Patch? Auto Patch ist ein cloud-basiertes Microsoft-Feature, das Updates innerhalb einer Organisation oder eines Tenants automatisiert. Auto Patch hilft dabei, mit wenig IT-Ressourcen eine Update-Baseline zu deployen und damit Windows 10 und Windows 11 Geräte auf den neuesten Stand zu halten. Außerdem ermöglicht Auto Patch Updates in verschiedenen Rollout-Sequenzen zu deployen. So werden Update-Probleme direkt bei den ersten Rollout-Phasen erkannt und kann so damit verhindert werden, dass diese Probleme bei anderen Geräten auftauchen. Auto Patch bietet eine zentrale Lösung, um verschiedene Software-Updates zu deployen. Das beinhaltet Windows 10, Windows 11 Quality Updates, Windows 10 oder Windows 11 Feature Updates, Windows Treiber Updates, Microsoft 365 App for Enterprise Updates, Microsoft Team Updates, Microsoft Edge Updates und somit kann sichergestellt werden, dass alle Updates rund um Microsoft Modern Workplace auf dem neuesten Stand sind. Wenn ihr Microsoft 365 E3 oder E5 Lizenzen schon benutzt, dann könnt ihr ohne weitere Lizenzen oder weitere Kosten Auto Patch aktivieren. Denn alles, was man für das Enrollment braucht, ist eine Lizenz, die Windows 10 oder Windows 11 Enterprise beinhaltet. Die Geräte müssen Intra-ID Join oder Hybrid Join sein. Dadurch, dass Auto Patch ein Teil des Intune Suits ist, müssen die Geräte dann auch Intune Managed oder Co-Managed sein. Darüber hinaus muss die Verbindung zu Auto-Patch-Endpunkten in eurem Netzwerk freigegeben sein. Wie funktionieren Auto-Patch-Updates? Für die Quality-Updates verwendet Auto-Patch die schon vorhandenen Update-Ringe in Intune. Dafür werden mehrere Update-Ringe mit unterschiedlichen Update-Deferrals erstellt. Die Zuweisung dieser Update-Ringe erfolgt dann automatisch und die Gruppen dafür werden auch automatisch erstellt und auch mit Geräten befüllt. So muss sich keiner um die Zuweisung dann kümmern. Das sorgt natürlich auch dafür, dass in jeder Gruppe auch eine bestimmte Soft- und Hardware-Kombination drin besteht, sodass Probleme bei Updates direkt auffallen würden bei den ersten Update-Phasen. Zusätzlich können hier auch Feature-Updates erstellt werden. Und damit können gezielt dann auch Feature-Updates deployed werden oder auch Windows 10 auf Windows 11 Updates oder Upgrades deployed werden. Bei den Microsoft 365 Apps werden hier auch, wie bei den Update-Ringer, dann Configuration Profiles erstellt und auch hier sequenziell deployed. Die Gruppen dafür werden auch automatisch erstellt und zugewiesen. Hier ein kleines Beispiel für die Quality-Updates. Bereitstellung. Hier wird
per Default dann 5 Update-Ringe erstellt. Der Testring ist der einzige Ring, der manuell gefüllt werden muss. Das heißt, da werden keine Geräte in die Gruppe dann befüllt, sondern das muss ein Admin dann extra machen. Hier werden Updates dann direkt nach dem Deployment dem Gerät zur Verfügung gestellt. Bei dem Ring 1, der wenige Geräte beinhaltet, werden die Updates nach einem Tag Deferrals zur Verfügung gestellt. Ein Deferral ist hier die Zeitverschiebung zwischen wann ein Update released wird und wann dieses Update auch einem Gerät zugewiesen wird oder zur Verfügung gestellt wird. Ring 2 hat mehr Geräte und hat einen Deferral von 6 Tagen. Ring 3 beinhaltet die meisten Geräte in einem Tenant und hat einen Deferral von 9 Tagen. So können in den 9 Tagen auch die Updates, die Probleme verursachen, auch entdeckt werden und können auch pausiert werden, bevor diese Updates die Geräte erreicht haben. Der Last Ring hat einen Deferral von 11 Tagen und dieser Ring beinhaltet Geräte, die eine längere Prüfung dann brauchen. Wir werfen nun zusammen einen Blick auf Windows Autopatch und erfahren, wie die Administration in Intune aussieht. Wir sind jetzt hier im Intune-Portal. Das Enrollment von Windows Autopatch kann bis zu 24 Stunden dauern. Deshalb habe ich Autopatch in meinem Tenant enrolled und ich zeige euch jetzt, wie das in Intune aussieht. Für das Enrollment würde ich die Microsoft-Dokumentation, die offizielle Dokumentation empfehlen. Da ist das alles super erklärt. Nach dem Enrollment sollten wir die Admin-Kontakte pflegen. So können Admins über kommende Updates dann benachrichtigt werden oder kontaktiert werden, falls Probleme mit den Updates auftauchen. Dafür gehen wir auf Tenant Administration, scrollen wir runter zu Windows Autopatch und gehen auf Admin Contacts. Hier habe ich meine Admin Contacts schon drin. Wenn ich einen neuen Kontakt hinzufügen möchte, dann gehe ich auf Add und fülle die Informationen aus. Hier sind die benötigten Informationen: Name, E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, eine Location. Hier kann ich auch auswählen, welche Sprache ich haben möchte oder mit welcher Sprache ich kontaktiert werden möchte. Und ich kann hier eingeben, ob diese Kontaktperson autorisiert ist, Änderungen zuzustimmen. Dadurch, dass ich hier die Admin-Kontakte schon gepflegt habe, gehe ich hier auf Cancel. Im zweiten Schritt registrieren wir Geräte für Windows Autopatch. Dafür gehen wir auf Groups und geben wir Windows Autopatch ein. Hier sehen wir, dass es mehrere Gruppen gibt, die Windows Autopatch im Namen haben. Das sind Gruppen, die automatisch erstellt werden. Die Gruppe, die wir für die Registrierung brauchen, ist die Windows Autopatch Device Registration. Da gehen wir auf die Gruppe und können wir unter Members Geräte hinzufügen. Da ich aber alle meine Geräte in meinem Tenant für Windows Autopatch registriere, habe ich diese Gruppe auf Dynamic geändert. So können Geräte einfach automatisch in diese Gruppe aufgenommen werden und werden dann für Autopatch registriert. Nachdem ein Gerät für Autopatch registriert ist in dieser Gruppe, gehen wir auf Devices, dann unter Windows Autopatch auf Devices und gehen wir auf Discover Devices. So werden Geräte, die in der Gruppe einfach schneller
synchronisiert und für Windows Auto Patch registriert. Hier in der Ansicht sehe ich dann die Geräte, die in Windows Auto Patch registriert sind. Sehe ich, welchen Status diese Geräte haben. Und dann sehe ich auch, in welchem Deployment Ring diese Geräte drin sind. Da ich nur wenige Geräte habe, sind alle meine Geräte in dem Ring 3. Wenn ich aber ein Gerät in den Testring aufnehmen möchte, dann klicke ich einfach auf ein Gerät, gehe auf Device Action, auf Assign Ring und hier kann ich einfach auf Test gehen. Save. Und so wird das Gerät einfach in eine andere Gruppe reingesteckt und ist dann in dem Testring. Jetzt schauen wir uns an, wie die Update-Profile oder die Update-Ringe, die automatisch erstellt werden, in Intune aussehen. Dafür gehen wir auf Update-Rings für Windows 10 und later und sehen die verschiedenen automatisch erstellten Update-Ringe. Hier sehen wir wieder die Deferral-Tage und dass Test 0 Deferral hat und deswegen Updates direkt nach dem Release zur Verfügung stehen. Jetzt gehen wir auf Ring 3 und sehen wir, was eingestellt wurde. Die Policy wurde automatisch erstellt. Hier ist Deferral auf 9 Tage. Hier sind Updates für Microsoft-Produkte erlaubt. Hier bei Feature Update Deferral steht 0. Das heißt aber nicht, dass die Updates direkt deployed werden nach dem Release, die Feature Updates, sondern da gibt es eine andere Policy dafür. Die schauen wir uns gleich an. Dann noch wichtig in dieser Update Policy, dann, dass hier Deadline für Feature Updates auf 5 Tage steht, für Quality Updates auch auf 5 Tage und dass die Grace Period hier auf 2 Tage steht. Bei dem Assignment sehen wir, dass hier die Gruppe, die automatisch erstellt wurde, einfach dem richtigen oder der richtigen Policy assigned ist. Jetzt schauen wir uns die Feature Update Policies an. Dafür gehen wir auf Devices. Feature Updates für Windows 10 and later. Und sehen wir hier, dass Windows 10 Version 21H2 erstellt wurde. Hier nimmt Windows Auto Patch die Mindestversion, die noch supported wird. Jetzt schauen wir uns an, wie wir Feature Update Policies mit Windows Auto Patch installieren. Dafür gehen wir auf Devices. Wir gehen auf Auto Patch, auf Release Management und dann auf Windows Feature Updates. Hier ist die Default Release Policy erstellt mit 4 verschiedenen Phasen und die Version 21H2. Hier ist die Mindestversion, die noch supported wird, wird sie ausgewählt und in diese Policy aufgenommen. Wenn ich aber eine Windows 11 Policy erstellen möchte und meine Geräte auf Windows 11 upgraden möchte, dann gehe ich auf New Release. Wähle ich hier einen Namen. Wähle ich hier eine Version aus. Windows 11 Version 23H2.
ich auf Next. Wähle ich hier meine Default Windows Auto Patch Einstellungen. Und hier kann ich die Release Phasen auswählen. Hier werden 5 verschiedene Release Phasen vorgeschlagen. Ich kann aber Phasen dann auch oder auch Gruppen dann, hier gehe ich auf Edit und kann bestimmte Release-Phasen dann löschen oder welche hinzufügen. Ich belasse das aber beim Default, gehe auf Release Schedule und hier werden schon für das Deployment dann Daten vorgeschlagen. Ich lasse das so, gehe auf Review, auf Create. So werden die Feature Updates Policies im Hintergrund dann erstellt. Jetzt schauen wir uns die Office Configuration Profiles an. Dafür gehen wir auf Devices. Dann gehen wir auf Configuration Profiles und wählen Office aus. Und hier können wir sehen, welche Windows Auto Patch Configuration Profiles erstellt wurden automatisch. Hier sind die verschiedenen Update-Phasen. Und dass hier auch die Gruppen automatisch hinzugefügt wurden. Und jetzt gehen wir zurück zu der Präsentation. Kurz ein paar Key Facts. Autopatch bietet eine zentrale Update-Verwaltung für das Modern Workplace. Es spart manuelle Aufgaben wie Gruppenzuweisungen und Gruppenpflege. Und damit können wertvolle IT-Ressourcen dann auch gespart werden. Und Update-Probleme werden früh erkannt und können bei den meisten Geräten dann Probleme vermieden werden. Und das Beste daran, wenn ihr E3 oder E5 Lizenzen benutzt, dann könnt ihr auch direkt damit loslegen. Ich hoffe, dass ich euch einen guten Einblick in Autopatch geben konnte und wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung.